Alex, du bist ja am vergangenen Sonntag stolzer Vater einer Tochter geworden. Dazu erstmal herzliche Glückwünsche der TSV-Familie an dich und deine Frau Anne. Wie verläuft für dich persönlich die Vorbereitung in dieser Woche? Kommst du überhaupt noch zum Schlafen? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, es war ein besonders schönes Erlebnis, am Sonntagmorgen ja, dabei sein zu können, diese Geburt live miterleben zu können. Ich denke, das ist ja, für alle Eltern immer ein ganz besonderer Moment und in dem Fall für uns auch, dass unsere Tochter Nele geboren wurde. Meine Frau und meine Tochter sind jetzt zurzeit noch im Krankenhaus, sodass ja, ich im Moment in dieser Woche ja, intensiv gependelt bin von meiner Arbeitsstelle der Schule in Neustadt, dann ins Krankenhaus, dann hier zum TSV Havelse zum Training. Ja, war schon eine sehr intensive, stressige Woche auch, aber wie gesagt, wir sind ja, sehr happy und beide sind auch wohlauf. Und von daher ist es, wie gesagt, ein tolles Erlebnis auch gewesen. Dennoch, ja, war neben dieser privaten Situation natürlich der Fokus auch die Mannschaft auf das Heimspiel am morgigen Freitag gegen den SV Meppen vorzubereiten. Flutlichtspiel Freitagabend, eine besondere Motivation gegen so einen Gegner dann hier in Havelse antreten zu dürfen. Und darauf freuen wir uns. Kommen wir zum Spiel am Freitag. Mit dem SV Meppen treffen wir auf das nach Wolfsburg erfolgreichste Team der Rückrunde. Allein in den letzten beiden Spielen hat Meppen 7 Tore erzielt. Mit welcher Zielsetzung gehst du am Freitagabend in dieses Spiel? Grundsätzlich gehen wir in jedem Spiel mit der Zielsetzung in das Match, dass wir gewinnen wollen. Auch am Freitag hier im Heimspiel gegen Meppen wollen wir 3 Punkte holen. Wir wissen natürlich, dass der SV Meppen eine starke Mannschaft hat, zurzeit auch, denke ich, zu Recht auf Platz 4 in der Regionalliga steht. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich Meppen von seinen Möglichkeiten, sowohl vom Etat als auch von seinen professionellen Strukturen, ganz klar auch ja, in die Spitzengruppe der Regionalliga Nord gehört. Damit können wir uns als TSV Havelse zumindest, was diese Rahmenbedingungen betrifft, sicherlich nicht messen. Ja, wir haben aber gezeigt im Hinspiel in Meppen, dass wir sportlich ja, erfolgreich sein können. Wir haben das Spiel in Meppen 2-0 damals gewonnen. Es war mein erstes Spiel als Cheftrainer des TSV Havelse, von daher habe ich das natürlich auch noch in sehr guter Erinnerung. Und ja, wir haben damals gezeigt, dass man mit mannschaftlicher Geschlossenheit, mit einer starken taktischen und kämpferischen Leistung, aber auch mit Mut und Überzeugung auch so ein Spiel gewinnen kann. Und natürlich wollen wir diese Aspekte dann auch morgen in das Heimspiel mit reinnehmen. Wir wissen, dass der SV Meppen insbesondere in der Offensive eine hohe Qualität hat. Das haben auch die letzten Ergebnisse gezeigt. Spieler wie Alavi, wie Pini, auch die Außenspieler Wagner und Meier sind jederzeit in der Lage, Torgefahr auszustrahlen. Und insgesamt ist die Mannschaft auch ja natürlich sehr erfahren, robust und athletisch besetzt. Von daher wissen wir, was auf uns zukommt. Sicherlich ein schweres Spiel gegen einen guten Gegner. Aber ich setze auch darauf, dass meine Mannschaft an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen kann. Wir haben hier ein gutes Heimspiel gemacht gegen Norderstedt, am Ende verdient mit 3-1 gewonnen. Und wir haben am vergangenen Samstag in Hamburg auch nochmal eine Steigerung als Mannschaft erzielen können, haben ein richtig gutes Spiel gemacht, sowohl was die taktische Umsetzung des Matchplans betrifft, als auch individuell, was wir dann auch fußballerisch auf dem Platz gezeigt haben. Es ist am Ende nicht mit einem Sieg belohnt worden, aber ich denke, diese 4 Punkte aus den beiden Spielen Norderstedt und HSV haben der Mannschaft auch viel Vertrauen gegeben. Das wollen wir mitnehmen in das morgige Heimspiel und wenn möglich natürlich 3 Punkte holen.